wenn man so in ein gewisses Alter kommt, dann fragt man sich natürlich auch, was ist jetzt wirklich wichtig gewesen im Leben? Und wenn ich da so mein Leben mir anschaue, kann ich wirklich nur sagen, dass der Moment, wo meine jetzige Frau und meine Stieftochter in mein Leben getreten sind, dass das so der Moment war, der wirklich der entscheidende und wichtige Moment in meinem Leben war. Früher hätte ich bestimmt geantwortet, ja, Erfolg im Beruf, mal nach Hollywood, mal einen ganz außergewöhnlich tollen Film zu machen oder nur außergewöhnliche tolle Filme zu machen. Und mittlerweile würde ich schon sagen, das ist eindeutig die Familie. Man ist ja irgendwie auch in seinem Alltag immer so ein bisschen auch auf der Suche nach so einer kleinen Flucht, wenn man so rauskommt. Und da ist natürlich Wassersport oder bei mir jetzt das Kajakfahren ist natürlich eine super Sache. 30 Kilometer in die Richtung ist eine kleine Insel, die nennt sich Ärö. Das war auch mein großer Traum, da einmal rüber zu paddeln. Und bei idealen Bedingungen bin ich dann mal rüber gefahren. Hat 5 Stunden gedauert, alles war gut. Das Peinlichste, was ich hier erlebt habe, das weiß ich ganz genau. Es war ein Nachtdreh in Hamburg, 12 Jahre her. Da hatte ich den einzigen echten Blackout in meinem Leben. Das, wovon jeder Schauspieler Albträume hat, das ist mir da passiert. 2 Kolleginnen, mit denen ich spielen sollte, die sollte ich als in meiner Rolle eben niedermachen, niederbügeln. Und dann war einfach irgendwann der Text weg. Dass es dann doch funktioniert hat, das habe ich eigentlich nur dem Regisseur zu verdanken, dass er irgendwann nach dem, ich sag jetzt mal, 10., 12. Take sagte, wir machen nochmal eine Probe, drehen das Ding jetzt nicht, wir proben das Ding nochmal. Und in dem Moment, wo ich das Wort Probe hörte, entspannte sich alles bei mir und dann lief es eben in der Probe super durch und dann sagte er, okay, cut, wir haben das Ding. Also hat er mitgedreht. Hätte ich das nicht hingekriegt.